Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Asa Center Modded. Wo, Gehirn? So, wo wir einen Anzug haben. So, nochmal, wo wir einen Anzug haben. Dieser Anzug ist nicht nur bildhübsch, sondern auch deutlich stärker als das, was wir sonst haben. Und ich war einige Supply Drops abfarmen. Und danke dieser Supply Drops haben wir jetzt. Gehen wir hier kurz weg und packen wir da. So. Genau das wollte ich. Danke, Spiel. Und dank dieser Supply Drops haben wir jetzt zwei, drei neue Sachen. Raptor und Petera haben bessere Sättel bekommen. Wir haben einen ganz, ganz slightly besseren Crossbow. Wir haben eine Pike. Wir haben ein bisschen Rüstung hier bekommen. Größtenteils alles primitiv. Und wir haben drei neue Mods. Mod Nummer 1. Mal kurz hier ganz schnell vorbeirennen. Angst, dass hier Dings drin sind. Böse Bären. Scheiße, ja, sind's. Moment. Mal kurz den Zuni weg. Mir extra schon Spikes vorne hingepackt, weil da böse Bären drin sind. So. Komm, 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 komm. Wir müssen hier weg. Der macht die Spikes nämlich. Oh mein Gott, was ist. Sind weg die Spinos, okay. Ja, gut. Vor dem sollte ich nicht so viel Angst haben müssen. Wir rennen trotzdem weg. Ich würde jetzt sagen, genau, wir haben drei neue Mods. Mod Nummer 1 ist die, oh, ein Anzug. Okay. Könnte sein, dass er vom Vecti gefressen wurde. Mod Nummer 1 ist die... Die, Appalachian Creature Mod. Das heißt, wir haben unter anderem jetzt wunderschöne Kanus, wovon ich auch gleich einen zähmen möchte. Wir haben die, Upgrade Station Mod, die gucke ich mir aber erstmal an. Oh mein Gott, wie fliegt denn der? Also wie schwimmt denn der? Fuck. Der läuft auf dem Boden. Ja. Wir haben die Upgrade Station Mod und wir haben die Solo Farm Mod, glaube ich, heißt Solo Farm. Mal gucken. Also die Solo Farm ist mir egal. Die ist auf Community Wunsch. Upgrade Station auch, aber die könnte potenziell auch interessant sein für uns. Das da ist ein bisschen weniger interessant. Level 60. Können es probieren, aber da würde ich erstmal hinten rüber springen. So. Nämlich schön aus dem Wasser sein, bevor ich dem heiße Füße mache. Unser Anzug ist relativ stark tatsächlich, glaube ich. Weil wenn er 4000 Leben hat, könnten wir vielleicht uns. Ja, sieht gut aus. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Der Protoceratops. Endlich. Toll, der hat sich geheilt. Irgendwas getötet. Schaden macht er trotzdem ganz ordentlich mit seinem Wasseratem. Da, weg mit dir. Essen, genau. Wir müssen auf jeden Fall umziehen. Das mache ich aber zwischen den Folgen. Ich will da von der Bärenhöhle definitiv weg. Das holt mich nämlich gar nicht ab. Was mich aber, wie gesagt, abholt. War das unsere? Unser. Hier ist die Tatsache, dass wir jetzt Kanus uns holen können. 5000 Leben upgraden. Chill. Alles ist gut. Chill einfach. Oh. Was ist denn hier? Stamina upgraden. Das kann so lange weg. Dann gehen wir doch mal gucken, ob wir da einen hübschen Kanu finden. Irgendwas müsst ihr da ja eigentlich leben. Ist doch. Doch, da vorne sind auf jeden Fall oben. Na, für die Luft. Potenziell. Potenziell. Klappt eigentlich ganz gut gerade. Ich sehe leider nicht, wie viel Leben er noch hat. Ah, okay. Easy going. Besser wäre es noch, wenn er jetzt auch vollen Schaden kriegen würde, aber egal. Oh. Ob das Zeug brauchen wir eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Und da haben wir ganz tolle, viele Levels. Super. Ganz ehrlich, weg damit.
Der Anzug ist eigentlich schon ziemlich nice. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, damit reise ich rum. Da könnte uns der Kano da ziemlich abholen. Und ich glaube, der hat sogar einen eigenen Sattel. Kano? Palacin-Kano-Sattel, ja. Dann holen wir uns den mal. Holen uns mal einen. Feuerlöwe wird auch gehen, oder? Was zum... Ach, das sind die Suchomimos. Die Tiefpausen immer noch. Stimmt, die overspawnen hier auf der Eile, also auf der Vulkaninsel, ja. Hätte man mal wenigstens kurz fixen können, bevor man seine, weiß ich nicht, seine Sommerpause macht. Mal nach vorne. Ein Glaukus? Einer Glaukus ist mir egal. Ist hier? Einer von den Kanos? Nee, das ist ein Cerato. Das ist ein Appalachian Cerato. Mit einem Appalachian Kano. Ein Argentavis könnten wir uns auch holen. Ich habe auch einen Argentavis-Sattel gefunden, einen besseren. Ein Deodon-Sattel und da sind noch ganz viele Suchomimos. Nervig. Frag mich, ob wir die also hier uns zähmen können. Ja, komm her. Wenn wir die ins Wasser holen und damit irgendwas mit dem Anzo oder so angreifen, sollten wir uns eigentlich eine Pyromane holen können. Hier so los, ist Mayunga. 135. Und weg die Spinos auf der Lava-Insel. Plötzlich irgendwie haben wir einen schlechter Witz. Da ist es ein Kano mit einem Cerato. Haben wir da vorne ein T-Rex? Nein, danke. Nein! Oh mein Gott. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. Seht mich nicht. Wer ist beschäftigt? Wir haben 10 Level gekriegt. What the fuck? Alle hier reinbuttern. Okay, wir sind wieder fit. Bin ich blind? Oder gibt es hier keine Oh mein Gott. Ein Alpharex. Mal kurz angucken. Sehen schon echt cool aus. Pattern ist schon sehr cool. Nein, ich habe nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. So, sind hier keine Pyromanes? Da ist noch ein Rex, toll. Das sind keine Pyromanes. Oh. Weird. Sind hier wirklich... Oh, ich halt mal kurz irgendwo. Hier sollte eigentlich gehen. Oh. Sind hier wirklich keine? Pyromane, 6 Stück. Nicht viel, da unten 140er. Waren die immer schon so? Die waren doch nicht so selten. Weg. Die waren doch nicht so selten. Upgrade Station habe ich die schon gelernt. Ich glaube ja. Können wir denn Neues lernen? Palacin Woolly Rhino Sattel. Interessiert uns nicht mehr. Junger Sattel. Ach cool. Den würde ich gerne lernen. Und Eokarchis mit Shrooms. Könnten wir potenziell, wenn wir Bloodpacks hätten. Weckt die Spinosattel? Aber der Weckt die Spinos hat seine Gun nicht. Da kommt die da erst, keine Ahnung. Thorax Spider, ja gut. Können wir sowieso nicht. Nazgoptrix wird gehen, zumindest Sam. Geniodectus, ja, weiß noch nicht. Helicotherium, Appalachian Gigantoraptor, das gibt's auch nicht. Industrial Grill, kann schon ein paar echt nice Sachen. Ich würde es mit einer Low-Level-Pyromane gerne mal probieren, ehrlich gesagt. Oh, Raptor 62, nice. Spawnen hier welche? Okay, scheint nicht. Hier ist mir Low-Level genug. Wenn wir können, würde ich mir da gerne kurz den Drop noch holen. Sch
Shit, wir müssen die runterlocken, ne? Uff. Mal gucken. Sollte potenziell ja nicht so das Problem sein. Was bist du hier? 20er, na. Weh ist ja nicht. Oh, okay. Alles her. Haben wir 7 Wände? Na, das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. 3 Gläser Wasser, ja, gut. Solange wir hier sind, why not? Brauchen wir auch nicht. Gibt's kein Wasser sonst, ne? Ich glaube nicht. Alle Quetzal. Eine ganz miese Stelle für eine Pyromane. Ich liebe es, dass die das immer noch nicht gefixt haben, wenn Flieger irgendwie ihre Superkräfte da benutzen. Ob jetzt die Barrel Roll oder das Gleiten. Was? Was ist denn? Hello! Oh! Hallo, was wollt ihr? Autsch! Gut, runter ist er schon mal. Und der Bassball direkt. Ja, scheiße. Krass, wie lange brennt man denn bitte? What the fuck? Hat man immer schon so lange gebrannt? Ja, da ist er tot. Cool. Danke, Spiel. Danke für nix. Da traue ich mir auch noch zu, dass man die besiegen könnte. Und schon wieder nicht gezählt. Oh mein Gott, was ist das? Das ist ein Drache! Das ist hier ein Zaldrier. Oh mein Gott. Würde ich auch nehmen. Aber ich fürchte, nein. Ich fürchte, die kriegen wir noch nicht. Cello. Kommst du? Pyro? Hallo? Hallo? Jetzt hat er mich. Komm. Na komm. Ach, verschwende doch deinen Zoom nicht. Komm. Oh, super, weiter. Nicht hier rein. Okay, dann halt hier rein. Komm, weiter. Komm schon, ouch. Komm schon weiter. Komm hier weiter. Komm schon, du kannst das. Komm. Oh. Er sollte eigentlich seine Zoomies wieder machen dürfen. Okay, da kann er von mir aus außen rum rennen, so okay. Was macht er da? Oh, er kommt her. Okay. Den Säbelzahn haben wir auch gleich mitgenommen. Pyromani fühlt sich nicht mehr. Autsch, ja, komm mit. Komm schön mit, komm schön mit. So. Bleibst hier? Oh mein Gott, du bleibst bitte da. Bitte genau da. Komm mit. Komm mit. Komm mit jetzt. Gut. Das Vieh. Komm. Hallo. Komm mit. Ich muss, glaube ich, einen Pfeil drauf schießen. Ah, ne, er kommt mit. Okay. Komm. So. Oh, fuck, das ist der 140er. Moment. Ich weiß nicht mehr, wie das mit der Flamme geht.
Absorb is left control. Ich weiß nicht mehr, wie das mit der Flamme geht. Es funktioniert hier nichts. Oh doch, jetzt hat es funktioniert. Geil, dass der einfach nichts macht. Kannst du bitte mal langsam sterben? Okay. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Jetzt lauf doch, du dummes Vieh! Das so? Nee. Irgendwie so geht das. Ich hab keine Ahnung nach Iron Man. Könnte ja auch nix. Doch, da. Geht nix. Es geht schon wieder nix. Ja, cool. Danke. Danke für nichts, Mann. Ich hasse es. Jetzt lauf doch, du Kackbratze! Und ich bin tot. Cool. Da komme ich auch nie wieder hin. Doch, ich kann das spawnen. Es gibt einen Spawnpunkt. Alter. Ich habe jetzt tausendmal hier STRG gedrückt. Warum hat das nicht funktioniert? Ach ja, 4000 Kilometer ja dann. Ja, aber das war auch auf jeden Fall der Spawnpunkt, den ich gewählt habe, Mann. Komm, schneller. Schneller, meine Fresse. Mach doch schneller, Kackbronto. Gehen. Dankeschön, meine Fresse. So, jetzt bitte den richtigen Spawnpunkt. Den hier oben. Um 500 Meter, das ist immer noch ein Witz. Komm ich nicht dran. Dumm ist, ich muss auch noch an dem vorbei. Oh. Hört mir hinterher. Ach so, die Suche Mimos. Ich glaube, die Mod nehme ich so lange mal runter. Hm. Ja, jetzt habe ich halt gleich leider keine Energie mehr. Und kann da auch nichts mehr machen. Weil hier nichts Sinnvolles lebt, kann ich auch leider dem Raptor nicht irgendwie aus dem Weg gehen. Ja, dass die beiden einfach nichts machen können. Komme ich jetzt am sinnvollsten an den Anzug dran? Den brauche ich ja. Iron Man ist mir egal, da komme ich sowieso nicht mit klar. Da ist der Boss Boldia. Hm. Ach fuck. Sinnvollsten ist wahrscheinlich tatsächlich außen rum zu laufen. Oh cool, ein Skorpion. Ja, okay, dann komm ich mal dran. Ich versuch's noch einmal, aber ich glaube nicht, dass der Spawnpunkt sich ändert. Ich glaube, der bleibt da unten. Hm. Ansonsten würde es natürlich Sinn machen, wenn ich von zu Hause aus hervergehe, fahre, was weiß ich. Yes. Keine Chance. Oh, lass mich in Ruhe, du kannst nichts. Sarko, töte mich mal. Ah, heute ein bisschen schneller, auf Sinnvolleres zu tun. Hm. Was ist hier? Hm. Fuck. Mein Bett da. Sleeping Bag. Ich muss mal ganz dringend ein Bett machen. Hm. Habe ich irgendwas Sinnvolles, wo ich damit irgendwie. Kann ich das Pelagic Crocodile-Dings machen? Warum geht das nicht? Pelagic Crocodile, da ist es doch.
Ja. Okay. Mindestens kann ich das Zeug machen. Und das Pelagic Crocodile ist auch sauschnell. Für die Pyromane wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Die wird auf 0 gehen, bis ich da bin. Aber egal. Kommt zumindest an unsere Sachen und unseren Anzug irgendwie ran. Ein grüner Drop mit Ring. Nevermind. Dumpti-dumm. So, wir sind gleich da. Ich glaube, die Ecke müsste der eigentlich irgendwo rumtorkeln. Da ist auch noch der Petera und die High-Level Pyromane. Ganz toll. Hm. Mit dem kann ich nichts anfangen hier. Kommt's schön mit? Blöd ist, ich musste auch meine Leiche finden und ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ja, die wird irgendwo hier sein, aber keine Ahnung wo. Aber wir nehmen jetzt die Pyromane mit. Mit? Du hast mich gesehen, oder? Sie sieht mich nicht. Irgendwo hier ist meine Leiche. Werde ich ohne Mega-Neurer niemals finden. Ohne Mega-Neurer niemals finden. Pyromine! Hey! Jetzt sollte er mich gesehen. Sag mal! Hallo! Jetzt hat er mich gesehen. Sowieso jetzt gleich mit seinem Schub nach vorne. Sag ich doch. Fuck, das war dumm. Komm schon mit. Nee, komm schon mit. Komm. Mit. Ja, genau, komm. Wenn auch da vorne an Land gehen, ist auch kein Problem. Schön mit. Oh, wir können da vorne nicht an Land gehen. Okay. Nevermind, komm mal hier hin mit. Gott sei Dank hält der Anzug mehr als genug aus. Mit. Wann? Ein Hesperonis oder so. Nein, du musst mitkommen, dahin kannst du nicht. Und es ist resettet. Tot? Ein Reib? Weiß ich nicht. Jetzt kann ich ihn reiben. Okay, nevermind. Anzu! Sollte froh sein, wenn ich hier lebend wegkomme. Könnt ihr die Pyromane fallen lassen? Jo. Das ist so halb. Kommt mit. Poco würde ich jetzt gleich nehmen. So. Anzu, den Flieger brauche ich noch. Da jetzt ja sowieso Pyromane vorbei ist und so, zumindest so halb, würde ich erstmal eine Leiche suchen. Weil die müsste actually hier irgendwo sein. Ich müsste die hier sein. Hast du das, dass man den Death Cage nicht sieht? Also, dass der nicht auf der Karte angezeigt wird, wenn man die letzten hier auswählt.
Ja, ich kann hier mit dem Anzug Dings machen. Dein Ernst? Ach, gehen. Also ich müsste weiter nach vorne. Hier in dem Bereich müsste der liegen. Weil der immer stirbt, kann ich gucken gehen. Petera, bist du dumm? Ja, bist du. Bist du, der macht Schaden? Mach ja alles weg, ist mir egal. Irgendwo hier muss man Death Cage sein. Damit. Weiten direkt daneben platzieren, so. Da ist er. Oh mein Gott, da ist er. Er macht Schaden. Der Sack. Er macht seinen Buff und Schaden. In der T-Pause. Oh, tot. Und einfach ein paar scheiß Xipas um die Ecke und denken sich, die machen mit, ey. Glaub's nicht. Ja. Schnell her, ich bin unbewaffnet. Hast du das? Das ist so nervig, dass die Viecher immer so lange rumpimmeln müssen, ne? Stehen, setz dich. So. Gut, wir zähmen keine Pyro. Habe ich verstanden, Spiel. Ein bisschen was wegwerfen hier. Und zwei Level dazu gekriegt, ist in Ordnung. Hm. Wegmachen. Weiß nicht, Zaldrie, Alpha Zaldrie, Ancient Juvenile, Young. Young ist der kleinste. Das ist der niedriglevelste. Ich würde mal in der nächsten Folge versuchen, ob wir so einen zähmen können. Ich glaube es nicht, aber wäre cool, wenn es gehen würde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.